Da sind wir wieder. Guten Abend. Hallo Christoph, sei gegrüßt. Ganz herzlich. Wie geht es dir? Was gibt es Neues in Magic Kassel? Na, ganz gut soweit, danke. Ich hoffe dir auch. Und was gibt's Neues? Immer so weiter, würde ich sagen, oder? Immer so weiter. Absolut. Mhm. Kamera in die Hand nehmen, rausgehen, fotografieren. So sieht's aus. Spaß haben. Bitte was? Spaß haben und Bilder machen. Spaß haben und Bilder haben. Ja. Und Bilder machen. Bilder haben, Bilder machen. Stefan, heute haben wir ein ganz schön schickes Thema. Darauf habe ich mich natürlich schon besonders gefreut, weil es so, naja, so ein bisschen Steckenpferd von mir ist. Ja, ein bisschen ist gut, Christoph. Untertreibung pur, ne? Street-Fotografie. Euch allen herzlich willkommen. Und wenn du willst, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich eben auf Facebook und auf YouTube im Chat eure Kommentare, Fragen und so weiter. Wir sehen das. Wir werden auf alle Fälle darauf eingehen. Jedenfalls herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von mir. Ne? Stefan, ja, Street-Fotografie ist in der Tat für mich, aber das ist immer so eine persönliche Geschichte. Mhm. Ich bezeichne es immer als die hohe Schule des Sehens. Ah, okay. Weil für mich die Street-Fotografie so verschiedene Sachen beinhaltet. Mhm. Zum einen eben die Komposition eines Bildes, sich Gedanken darüber zu machen, gleichzeitig aber auch schnell zu sein, ja, schnell reagieren zu können. Und ich glaube, es ist natürlich ganz was anderes als Landschaftsfotografie. Ja, auf jeden Fall, ne? Ganz klar. Obwohl, naja, was ist eigentlich Street-Fotografie? Was ist Street-Fotografie für dich, Stefan? Ja, das ist immer so die coole Frage. Klassischerweise, so habe ich das kennengelernt oder so verbinde ich auch das Thema Street-Fotografie immer mit Menschen. Das heißt also Menschen, die in Stadt irgendwo unterwegs sind, im urbanen Raum also, nicht im ländlichen wie bei der Landschaftsfotografie oder draußen in der Natur, sich eben in der Stadt bewegen und eher so zufällig beiläufig vielleicht auch auf dem Bild sind, manchmal auch bewusst. Also das ist so für mich das, was ich klassischerweise unter Street-Fotografie verstehe. Ja, und da sind wir schon an einem super Punkt. Ja. Für mich ist es das nicht. Mhm. Und das ist aber das Tolle, dass man letztendlich, wie in allen Bereichen der Fotografie, vor allem sehr individuell rangehen kann und ganz individuell ausprobieren, gestalten, entwickeln, fotografieren kann. Für mich ist Street-Fotografie nicht notwendigerweise etwas mit Menschen. Das kam natürlich durch, also die Street-Fotografie wurde ja sehr, sehr stark geprägt durch die Reportage-Fotografie, speziell so ab den 1930er, 1940er, dann vor allem natürlich so als die Schwarz-Weiß-Fotografie mit der Leica Kleinbildkamera, mit der man schnell agieren konnte und so weiter. Und diese Reportagefotografie hat natürlich immer historisch immer den Menschen irgendwo im Zentrum gehabt. Und es gibt aber ganz viele Fotografen, die Bilder im urbanen Raum machen. Also für mich ist es durch einfach Fotografie im urbanen Raum, die sich auch mit ganz anderen, die den Menschen fast oder nicht nur fast, sondern als Beiwerk haben kann und vielleicht auf ganz andere Dinge achtet, wie auf Farben
auf Farbkontraste und manchmal auch den Menschen komplett weglässt. Mhm. Mhm. Und der große Unterschied zur Landschaftsfotografie ist natürlich, wir reden hier nicht über Natur, nicht über, wir leben, reden über eine Landschaft durchaus, aber in einem städtischen Raum. Ja, gut. Also gibt es keinen, der irgendwo mal wirklich klassisch sagt, Raster X, das ist Street-Fotografie. Alles andere gilt nicht. Das ist meinetwegen Graffiti-Art oder irgendwas. Also, das habe ich nie kennengelernt. Mhm. In der Tat, es gibt sicherlich Einschränkungen. Also Einschränkungen Richtung Tierfotografie. Wobei, es gibt hervorragende Tierfotografien im urbanen Raum zum Beispiel. Ja, das weiß ich ja am besten. Ne? Wenn du GDT guckst, bin ich ja Mitglied, Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, oder jetzt heißt es ja Naturfotografen. Da gibt es ja Jahr für Jahr auch Wettbewerbe, genau in dem Bereich, was du ansprichst, wo eben der urbane Raum und die Tierwelt in der Stadt sehr stark wiedergefunden werden in den Bildern und auch da eben, gezeigt werden und auch wirklich prämiert werden von renommierten Naturfotografen. Absolut, absolut. Ja. Und da gibt es auch wirklich ein paar herausragende Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen hier, das ist natürlich so eine Mischung zwischen diesem Thema mit das ist Elliot Erwitt. Und ein ganz berühmtes Bild, und der hat eben zum Beispiel öfters so dieses Bilder mit Tieren gemacht hat. Und so diese, und hier natürlich auch im Kontext mit dem Menschen. Und aber der ist ganz berühmt dafür, eben für seine Tierbilder im städtischen Raum. Und dann gibt es natürlich schon auch ein bisschen härtere Sachen, wie zum Beispiel diese Taube, die wahrscheinlich von einem fahrenden Auto irgendwie vielleicht getroffen worden ist oder wie auch immer. Ja. Ja. Und das sind so für mich definitiv auch Street-Fotografie. Und was du natürlich meinst, sind wiederum tatsächlich Tiere wie Füchse oder die sich im städtischen Raum eventuell verstecken und so weiter. Richtig, ich suche auch gerade parallel im Web, aber ich kann die Adresse gerade nicht mehr finden. Da gab es mehrere, die da wirklich sehr, sehr starke Fotos mitten in der Stadt erstellt haben. Ja. Na, ich will euch ein paar Bilder, solange mal der Stefan vielleicht bei sich dann auch guckt, ein paar ganz berühmte Bilder. Das ist sicherlich eines der berühmtesten, eine der Ikonen der Straßen- und Reportagefotografie von Henri Cartier-Bresson. Und wir kommen auf dieses Bild noch etwas später, wenn wir über so dieses Thema Bildgestaltung sprechen. Aber das ist so ein ganz typisches, ganz berühmtes Schwarz-Weiß. Und warum es eine Ikone geworden ist, darüber wollen wir dann gleich noch sprechen. Das ist ein Bild von Vivian Meyer, einer Fotografin, von der ihr vielleicht schon gehört habt, die eigentlich komplett unbekannt war, bis eben ein junger Typ, ich glaube John Malouf heißt er, mehr oder minder aus Versehen alte Bilder von ihr gekauft oder entdeckt hat, in Kisten verpackt. Und eine Frau, die eben mit ihrer Rolleiflex durch die Straßen gelaufen ist, das ist so typisch das Bild schwarz-weiß, Menschenfotografie, ja. Menschen im öffentlichen Raum. Und ja, das ist zum Beispiel hier ein Bild von Saul Leiter, ein super interessanter Fotograf, hier auch ein Buch von ihm, so eine Retrospektive, der ganz viel eben vor allem mit diesem Rot gearbeitet hat, Rot und Gelb, und das will ich hier auch nochmal zeigen. Tiere in der Stadt. Hast du gefunden?
Du hast das Bild gerade. Die Taube. Die Taube, ja, nee, ich wollte gerade hier noch ein anderes zeigen. Sauleiter, wo haben wir ihn denn? Der eben gerade so mit Farben, rot, gelb und so weiter, schon durchaus auch mal, aber hier meistens eben die Menschen überhaupt nicht erkennbar sind. Und ein ganz gutes Beispiel für einen Fotografen, bei dem ich auch mal eine Masterclass mitmachen durfte, das ist Professor Harald Mante. Und der wirklich sich auf zum Beispiel grafische Formen im öffentlichen Raum. Also so etwas ist definitiv komplett gefahrlos zu fotografieren. Hier hast du keinerlei Probleme mit irgendwelchen rechtlichen Vorschriften oder so ähnlich. Ja, genau. Genau. Also insofern haben wir jede Menge verschiedene Möglichkeiten. Jo, sprechen wir mal über Bildgestaltung, oder? Ja, cool, mach mal. Prima. So, falsches Bild. Das wollte ich haben hier. Ja. Dieses Bild wollte ich zeigen von Henri Cartier-Bresson. Ich hatte vor Jahren mal die große Ehre, einen Workshop für die Nikon School zum Thema Streetfotografie machen zu dürfen. Und das ist jetzt aus dem Workshop, aus der Präsentation, wo wir uns eben über das Thema Bildgestaltung auch unterhalten haben. Und wie ich vorhin schon sagte, dieses Bild ist wirklich eine echte Ikone der Straßenfotografie. Und ich will auch ein bisschen erzählen, warum. Ein Gestaltungsmerkmal ist natürlich, wie immer, die berühmte Drittelregel. Ja. Und was man hier natürlich sehr, sehr schön sehen kann, ist, Streetfotografie ist überhaupt nicht schnell hingehen, fotografieren und dann abhauen, sondern Streetfotografie, ähnlich wie bei der Landschaftsfotografie, hat oft ganz viel mit Ruhe zu tun. Erstmal die Komposition suchen, dann vielleicht erahnen, wo will man etwas haben, wo an irgendeiner Stelle, die dann zum Beispiel sehr sinnvoll ist, wie hier, dass er wirklich wartet, dass hier in dieser etwas gebogenen Straße endlich ein Fahrradfahrer kommt. Und da hat er mit Sicherheit eine ganze Weile gewartet. Und gute Streetfotografen ist oft so, die warten durchaus mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder so, bis sie dann wirklich diesen entscheidenden Augenblick auch haben. Dafür ist auch Henri Cartier-Bresson berühmt geworden. Da gibt es auch ein ganz berühmtes Buch, das heißt The Decisive Moment. Und unbedingt ein tolles, es gibt natürlich auch hier wesentlich günstigere, wie zum Beispiel dieses hier von über Bilder mit Henri Cartier oder von Henri Cartier-Bresson. Und das Besondere ist aber nicht nur einfach die Drittelregel, sondern es gibt ja auch, was habt ihr vielleicht schon gehört, die sogenannte, den goldenen Schnitt, beziehungsweise dem Fibonacci-Spirale, die also wie hier zum Beispiel an dem hellsten Fleck beginnt und dann kreisförmig zum Beispiel eben dieses Geländer runtergeht, bis es dann genau dorthin trifft. Und das Tolle ist, wenn man das nochmal dreht, dann hat man wiederum diese Spirale genau, beziehungsweise den Fahrradfahrer genau im Zentrum des goldenen Schnitts. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum dieses Bild so eine Ikone der Fotografie geworden ist.
Das ist Bildkomposition tatsächlich pur. Das ist, warum dieses Bild funktioniert. Mhm. Ja, mit dem Blick von oben nach unten, wie sich durch die beiden Wände der Raum öffnet, die Treppe, die so spiralenförmig runtergeht, dann dieser offene Platz sozusagen, das ist der eigentlich einzig offene Platz in dem Bild, und dann zu warten, bis genau an dem Punkt etwas kommt, und das ist dann eben die entsprechend große Kunst, genau das vorher zu sehen, vorher zu komponieren im Sucher und dann so lange zu warten, bis man diesen entscheidenden Augenblick einfach eingefangen hat. Mhm. Ja, also. Raus in die Stadt. Raus in die Stadt. Mhm. Raus in die Stadt. Kann man auch im Regen machen. Jetzt bei uns regnet es gerade oder hat es geregnet? Cool. Absolut. Ja, dann sprechen wir. Nehmen wir doch das gleich. Wir wollten es als letzten Punkt, dann nehmen wir doch das gleich. Ja. Manchmal passt es halt, ne? Manchmal absolut. Manchmal passt es. Stefan, erzähl mal, wir sprachen gerade perfekte Location über, das hat vielleicht jetzt erstmal nichts mit Location zu tun, aber mit den Rahmenbedingungen. Wetter ist natürlich in der Straße auch. Wo fotografierst du sehr gerne? Oder wann? Zu welchen Zeitpunkten? Also bezogen auf Street-Fotografie würde ich sagen, quasi unabhängig. Also da nicht unbedingt klar, morgens, abends, beste Licht, das wissen wir. Haben wir ja schon öfter drüber geredet. Trotzdem kannst du tagsüber, Mittagssonne, schöne, harte Kontraste, kann auch gut aussehen. Regen sowieso, Spiegelungen, Pfützen, Reflexe, abends, ja, wie hier zum Beispiel. Na, da haben wir so eine Situation, bunte Schirme, Regenwetter, Schiedwetter, sagen die Norddeutschen, da oben sind wir nicht in Norddeutschland. Ja. Aber gerade bei Schiedwetter, auch wenn es regnet, lohnt sich rauszugehen, ne? Solche Motive dann zu finden und zu suchen. Das ist, macht immer Freude und Spaß, auch wenn man eben bedeckter Tag ist. Und von daher, also für mich gibt es, ich klassischerweise jetzt in dem Fall nicht das Wetter oder die Uhrzeit für Streetfotografie, sondern das ist so ein bisschen universell aus meiner Wahrnehmung. Absolut, absolut. Ja, zum Thema Regen gibt es natürlich echt unendliche Varianten. Und ja, genau. Bei mir, ich will eine, die habe ich mal in Berlin, Tempelhof, an dem alten Flughafen aufgenommen. Und das ist quasi eine Art, naja, Selfie. Und wo ich mit einer Kompaktkamera, bin mir gar nicht mehr sicher, mit welcher Kamera ich da unterwegs war. Und aber jedenfalls tatsächlich so dieses mit dem roten Punkt und sich selber da unten noch so ein bisschen im Glanz zu haben, Schuhe, auch das ist Street-Fotografie. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder sowas. Guck, auch Regenwetter. Im Regen. Und genau, also schlechtes Wetter ist genauso wie in der Landschaftsfotografie nicht nur kein Hinderungsgrund, sondern im Gegenteil, da sind ganz häufig eigentlich die schönsten Bilder entstehen da. Und da aber sicherlich auch in der Sonne. Ja. Da erinnere ich mich nämlich wieder an den alten Leitsatz von Fritze Pölking, Naturfotograf, passt jetzt gerade nicht spät. Der hat aber gesagt, irgendwas geht immer. Und das ist das, was, glaube ich, hier der beste Wahlspruch oder der beste Leitspruch an der Stelle ist. Irgendwas geht immer. Rausgehen. Ja, absolut. Egal wie. Absolut, absolut. Irgendwas geht immer und es kommen auch immer Motive, also ja. Tatsächlich auch manchmal komplett zufällig, beiläufig, die vielleicht schon fast eine Art Absurdität haben. Und aber hier
sowas in dieser Art. Ja, das erinnert mich zum Beispiel hier, es gibt auch noch so einen schönen Spruch, also um Sprüche bin ich auch nicht verlegen, Blende 8, die Sonne lacht, die Sonne lacht, Blende 8. Ne? Ja. Genau. Aber in der Sonne bei Tageslicht, auch da kann man hier, natürlich, da muss man bei Stefans Bild, da hat man richtig Zeit, das aufzubauen, zu komponieren, zu einzurahmen, diese Füße hier nicht. Hier muss man schnell sein und trotzdem kann man da zum Beispiel mit Absicht eventuell die Sachen sogar noch kippen. Ja, wie die beiden da fast schon aus dem Bild herausfallen. Und auch da kann man wirklich tatsächlich auch auf Drittelregel zum Beispiel achten. Und das Bild ist ja auch mittags fotografiert, ne? Das Bild ist mittags. Sieht man auch sehr gut an dem sehr kurzen Schatten. Genau. Ja, und genau, aber trotzdem Glück, hier in dem Fall wirklich Glück, dass er so einen kleinen Schritt vorne dran, weil wäre sie vorne dran, dann würde sie im Schatten, in seinem Schatten sein. Ja. Und so sieht man eben auch ihr Gesicht ganz gut und sowas fotografiere ich auch tatsächlich immer mal ganz gerne, wenn so Menschen nebeneinander laufen und hier wie die Soldaten vor dem Star Wars 2 ja, und alle echt grimmig in den Krieg gerade ziehen. Aha. Genau. Ja. Ja, die Straße ist natürlich ein tolles Feld, um zu fotografieren. Aber reden wir auch mal über Uhrzeiten. Ja. Meistens geht man natürlich tagsüber, aber es gibt auch wunderbare Gelegenheiten, speziell nachts fotografieren zu gehen, weil da natürlich oft speziell Farben sehr viel intensiver rüberkommen. Und da will ich auch ein Beispiel eines Fotografen oder eines zeitgenössischen Fotografen mal zeigen, der ausschließlich nachts fotografiert. Und das ist ein Typ namens Khalik Allah, heißt der. Einer der wirklich besten Straßenfotografen, die ich kenne. Lebt in New York und geht exklusiv nur nachts zum Fotografieren und bewegt sich da in durchaus härteren Umgebungen, also menschlich härteren Umgebungen, geht dorthin, wo es eigentlich de facto wirklich wehtut, wo Drogen, ins Drogenmilieu und Ähnliches und dokumentiert dort und macht aber dabei eben ganz außergewöhnliche Bilder, ich meine, Histogramm kannst du hier natürlich komplett vergessen. Ne? Ja. Aber die besondere Farbigkeit, der Aufbau und dieses Mitfühlende in diesen Bildern. Ja, und speziell das Spiel mit Farben, das ist das die große Stärke, das, was dieser Khalik Allah wunderbar da rausholt und dabei eben auch Bilder. Oh, wir haben irgendwie so ein bisschen Echo drinnen gerade. Mhm. Und die besondere Farbigkeit, die er da entstehen lässt und da auch sehr offenblendig natürlich arbeitet, aber dadurch gerade in der Dunkelheit wunderbare Bilder zaubern kann. Mhm. Ja. Cool. Stefan, dann nächstes Kapitel. Ja, mach doch mal. Start mal den. Ja, Technik-News,
Wir haben natürlich ein paar Kameras für euch rausgesucht. Also wenn ihr noch mal euch zu Pfingsten etwas wünscht oder für die Jungs da draußen Vatertag kommt, sich eine Kamera schenken zu lassen. Und also es gibt natürlich jede Menge, es gibt eigentlich keine falsche Kamera. Mit was würdest du denn Street-Fotografie machen, Stefan? Du kannst ja schon mit dem Smartphone losgehen, ne? Also brauche ich gar keine Kamera. Klassisch, Smartphone, heute öffnet alle Türen, ist schön klein. Da haben die Leute nicht so eine Aversion, so eine Abneigung, wie bei größeren Kameras, wenn man die um den Hals hängen hat und dann auf die Menschen gerichtet werden. Da ist man ja manchmal so ein bisschen distanzierter und abwehrender. Während ein Smartphone hat jeder dabei, heute alltäglich, überall wird geknipst, überall wird fotografiert mit dem Ding. Also Smartphone, das unauffälligste Tool für die Street-Fotografie und für den Einstieg, was es gibt aus meiner Brille. Ja, absolut, absolut. Also mit Smartphone auch durchaus ältere, wobei man sagen muss, dass also speziell, wenn es so Richtung Dunkelheit geht, dann es gibt schon einen Grund, warum, sagen wir mal, eine große Kamera mit einer großen Optik schlussendlich immer noch eigentlich überlegen ist. Aber tatsächlich, Smartphone hat vor allem natürlich einen riesen Vorteil. Sie ist komplett unauffällig. Ja, genau. Sie ist, jeder hat ein Smartphone und es ist komplett unauffällig. Du bedrohst, niemand fühlt sich irgendwie wirklich bedroht und so weiter. Und das ist das Große. Und natürlich sind diese Optiken, die mittlerweile, also mit verschiedenen Optiken da drin. Und man kann also mittlerweile wirklich so gute Bilder machen und auch mit den aktuellen Kameras, egal ob Android oder hier zum Beispiel iPhone, wo man auch Nachtmodus und so weiter hat, kann man also tatsächlich extrem tolle Bilder machen und für mich definitiv ist also so eine Kamera, das ist auch meine immer dabei Kamera, mit der ich mittlerweile total gerne fotografiere, gerade Street-Fotografie. Super schön und es gibt auch tolle Apps dann, um damit zu arbeiten. Allzweckwaffe, ne? Absolut. Ja, mit der habe ich nie fotografiert. Ich hätte sie mir fast mal gekauft, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Und die Ricoh bereits jetzt in der dritten Version, auch das mit einem APS-C-Sensor, 24 Megapixel, super schnell, super unauffällig, gilt so als einer der Klassiker und tatsächlich hier nach wie vor Kompaktkameras, gerade im Bereich Street-Fotografie. Und es gibt eine ganze Reihe wirklich hervorragender Fotografen, die wahnsinnig gerne mit der Ricoh GR3 fotografieren. Mhm. Und last but not least mit der Kamera, allerdings nicht mit der 5er, sondern mit der 3, glaube ich, war es. Die hatte ich schon mal, von Fuji mal zur Verfügung gestellt bekommen. Tolle Kamera, macht total Spaß, weil die natürlich auch mit diesem Retro-Look, die macht so ein bisschen einen auf Leica. Mhm. Ja, und ist dadurch natürlich von einer echten optischen Schönheit, diese Kamera. Und ist eine Kamera, die einfach total Spaß macht. Und genau, ist natürlich schon ein bisschen auffälliger. Und aber es geht auch komplett anders. Und ich will mal zeigen ein paar Bilder von einem anderen Fotografen, den ich wahnsinnig schätze. Das ist der da, Jay Mizell, ein New Yorker Fotograf. Und von dem habe ich abgekupfert und habe damit tatsächlich sogar ein ganzes Buch mal auch selber gemacht. Der hat eben mit dieser Kombination fotografiert. Ja, schon ein bisschen mächtiger, ne?
Nikon D700 ja. mit einem Suppenzoom vorne drauf, nämlich das 28-300. Mhm. Ja, also, und das ist vielleicht jetzt nicht so der Klassiker, aber diese Art Bilder hat er damit gemacht. Und auch er ist so einer, der sehr, sehr stark zum Beispiel auf die Farben und Ähnliches achtet. Mhm. Und genau, und einer, der auch sehr ruhig, der sitzt häufig und bleibt einfach dann sitzen. Und auch ein toller Fotograf. Jo. Also soweit zu den Kameras. Christoph, da muss ich gleich eine Frage an dich reinwerfen, die sicherlich unsere Zuschauer interessiert. Du sprachst ja gerade von dem Suppenobjektiv. Objektiv ist das Stichwort. Du bist ja der mehrheitlich von uns beiden mehr in der Streetfotografie unterwegs ist. Gibt es denn so ein klassisches Objektiv für die Streetfotografie jetzt in Kombination vor die Kamera? Was denkst du so empfehlen oder was ist dein Favorit? Ja, man sagt immer, es wäre das 35mm Objektiv. Mhm. Mhm. Ja, beim APS-C wäre es dann so 24 bis 28 eben mal Crop-Faktor. Man sagt, es wäre das 35mm Objektiv. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich besitze kein 35mm Objektiv. Okay. Ja. Und ich habe eben tatsächlich auch diese Kombination. Aber ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gerne mit einem Objektiv, das habe ich für mich tatsächlich da sehr schätzen gelernt. Das ist das 85mm 1,8. Ah, für die Porträtfotografie üblicherweise. Eigentlich Porträtlinse. Mhm. Und aber durch dieses Bokeh und du hast dadurch ein bisschen mehr Distanz auf der einen Seite, aber nicht zu weit entfernt und kannst Dinge super gut herausstellen. Okay. Und ist speziell, wenn es natürlich so blaue Stunde oder gar später super gut geeignet. Für mich ist mein persönliches Lieblingsobjektiv in der Streetfotografie ist das 85mm 1,8. Mhm. Das passt. Ich habe jetzt die Tage einen Podcast gehört von zwei Fotografen, die auch einen dritten Fotografen interviewten, ähnlich wie wir das immer mal machen oder zukünftig machen. Wir wollen, da ging es auch in so einer Randnote um Streetfotografie und da ging es nämlich auch um die Frage, was ist für dich klassischerweise das Objektiv oder gibt es überhaupt eins? Und er sagt, nee, so 24-70, das ist das, was ich nehmen würde, 2,8 lichtstark. Aber dann kam auch das klassische Porträt- oder Tierzoom 70-100. Ja. Was ja ein Mörderonkel eigentlich ist. Ja, genau. Ja, alles andere als unauffällig. Ja, ja. Und aber gerade wieder, weil du die Distanz haben kannst und eben nicht so dicht an den Mensch oder an das Motiv dran musst, kannst du eben wieder diese eher beiläufigen Bilder, gerade mit den längeren Brennweiten, auch durchaus fotografieren und eben auch da die klare Aussage, es gibt aus deren Brille nicht das klassische Objektiv für die Streetfotografie. Also es gibt vielleicht einen echten Tipp. Mhm. Bei den Street-Workshops habe ich es öfter gesehen, dass Leute wirklich ihren kompletten Fotorucksack dabei hatten. Ja. Und das ist echt Banane. Sondern eine Kamera, ein Objektiv, fertig. Ja, oder nur das Smartphone. Konzentrier dich auf das, was du siehst, auf was du erlebst. Mhm. Du kannst dabei auch so alte Kameras, ja, also wie zum Beispiel hier die FM2, uralte Kamera, komplett analog und eine Mittelformat oder was auch immer, aber nur eine Kamera, ein Objektiv, fertig und dann raus und einfach Motive suchen. Mhm. Guter Tipp. Ja, ich glaube.
So, apropos Tipps, einen Tipp habe ich noch, der in die Sektion Technik News oder News eigentlich passt. Und zwar bin ich gestolpert, es gibt eine ganz interessante Webseite, die ich immer verfolge. Das ist die Webseite Photo Rumors, eine englischsprachige Webseite. Und dort bin ich gestolpert. Wir hatten ja erst vorletztes Jahr hätten wir nochmal die Fotokina gehabt, die ja dann nicht nur abgesagt worden ist, sondern komplett eingestampft worden ist von der Messe Köln. Und die Fotokina war ja eigentlich eine der Messen, lange die Fotoleitmesse der Welt, und ist dann beendet worden, weil viele Dinge passiert sind und so weiter. Ja. Und auf dieser Webseite Photo Rumors bin ich zufällig darüber gestolpert, über eine neue Messe, die kommen wird, nämlich Photopia heißt die. Und überall gibt es schon auch hier in der internationalen Presse tatsächlich großes Interesse dran. Auch hier die Presse wo es also durchaus einen Verdacht gibt, wird das die neue Photokina und heißt Photopia. 23. bis 26. September in Hamburg. Ob das natürlich so passieren kann, ist natürlich noch wahrscheinlich ein großes Fragezeichen. Aber es ist ganz interessant, die Webseite von Photopia, die lohnt sich durchaus mal anzugucken. Und da sieht man durchaus, dass das sehr ernsthaft ist, was die da ansteuern und auch ein interessantes neues Konzept. Immerhin niemand geringeren als Ellen von Unwerth, eine der weltweit bedeutendsten Fotografinnen, als Schirmherrin, Schirmfrau, je nachdem. Mhm. Und die TIPA World Awards werden dort verliehen. Und was ganz interessant ist, wenn man da mal so reingeht, ist, es gibt also hier ein komplett neues Konzept, und zwar das auf Containern basiert, auf Hamburg typisch, auf Seefrachtcontainern. Cool. Wie das dann genauer aussehen wird, mal gucken. Also es wird so eine Freifläche, aber eben auch innen geben. Und ganz eindeutig, man richtet sich also von den Zielgruppen an B2B, also das ist so typisch, was eigentlich die Photokina ausgemacht hat, ja. War nicht B2C, also das ist das, was zum Beispiel Photo Adventure in Duisburg wäre, wo man sich an die Endkunden richtet, sondern an Händler, an Profis, an Verbände und so weiter. Das ist die eine Zielgruppe und die andere Zielgruppe eben auch dann die B2C, also die Profis, Semi-Profis, also die eigentlichen Konsumenten, wenn man so will. Mhm. Und das entspricht eigentlich genau dem Konzept der Photokina. Und ja. Das ist also wirklich ganz interessant. Und hier gibt es auch Sponsoring-Pakete, Tagungsräume und so weiter. Also das verspricht eine ganz interessante Sache zu werden von der Messe. Und dann gibt es aber eben auch, genau wie in Köln, im Rahmen der Stadt, und Hamburg ist natürlich eine perfekte Location dafür, Photopia City, also mitten im Ausstellungsmarathon, der dann durch die Stadt geht. Und da kann man also sicher gespannt sein, ob es allerdings jetzt dieses Jahr was wird, ich würde mal da noch große Fragezeichen hinten dran machen. Aber definitiv auch hier mit dem Pressebereich, alles deutet darauf hin, Trends und Themen. Das ist Photokina eigentlich, wie sie mal in Köln war. Ja, kann ich Tickets kaufen, wa? Ja, absolut. Also allerdings im Moment
Es gibt noch keine Tickets. Tja, naja, also mal gucken. Ja, mal sehen, was gucken. Da war der Pferdefuß. Hm. Na gut, aber ich bin spannend, auf jeden Fall doch. Durchaus müssen wir beobachten, ne? Absolut, das werden wir beobachten. Ja, vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal drüber in dem nächsten Live-Talk oder übernächsten Live-Talk, wenn man vielleicht ein bisschen mehr weiß, nochmal drauf eingehen. Genau. Jo, jetzt haben wir fast 45 Minuten. Dieses Mal Ziel ja, sogar. Ich habe einen, Christoph, stopp. Erreicht. Stefan, jo, erzähl. Du hast vorhin für die Zuschauer zu sehr zweimal so Bücher in die Kamera gehalten. Wenn du ja so nett wärst, jetzt die nochmal, weil du warst in klein, man konnte es nicht richtig erkennen, dass du es vielleicht nochmal kurz reinhältst, damit eben das auch für die Zuschauer erkennbar ist. Was genau, also es gibt so ein paar Tipps, die ich gerne weitergeben will. Das ist also hier das ist auch gut über Amazon und da ist wirklich ganz viel so die Bilder von Henri Cartier-Bresson. Super schönes Büchlein, was ich sehr empfehlen kann. Und ein anderes Buch, das habe ich kennengelernt über einen Fotografen, den ich sehr, sehr schätze, ein deutscher Fotograf, Stilpirat. Er war lange Jahre ganz bekannt und eigentlich ein Hochzeitsfotograf, bei dem ich mal eben auch die Masterclass Porträtfotografie mitmachen konnte. Und dort habe ich eben, den kannte ich vorher nicht, Saul Leiter kennengelernt. Das ist eben dieser Fotograf. Und dieses Buch kann ich auch unheimlich empfehlen, gerade für Menschen, die also vielleicht ein bisschen künstlerisch interessiert sind und wo es also nicht darum geht, wirklich alles total scharf, sondern es geht hier wirklich wie du mit Farben arbeitest und Ähnliches. Und das ist auch ganz interessant, dass der Stilpirat Steffen Böttcher selber dann tatsächlich auch mal später dann in New York war und ein sehr schönes New York Buch mal herausgebracht hat und das auch durchaus stark beeinflusst ist von dieser Art von Fotografie. Mhm. Und ganz tolles Buch, also für diejenigen von euch, die sich also für Fotobücher interessieren, dieses Buch New York, unbedingt empfehlenswert, von Steffen Böttcher heißt er, werden wir dann auch in YouTube und in die Beschreibung unten noch mit reinnehmen. Ja, genau. Und dann noch in eigener Sache ein Buch, das ich von mir empfehlen will, Rua Lisboa. Und zwar, das ist tatsächlich etwas, was ich exklusiv damit fotografiert habe. Mit der Nikon D700, 12 Megapixel und da gab es auch eine Situation, vielleicht finde ich sie jetzt, die ist so klassische Street-Fotografie-Situation. Dieses ja. Bild. Mhm. Und bei dem Bild habe ich den sozusagen mit meinem Monster-Ding ins Gesicht gehalten und da war aber was los am Stand. Da habe ich dann wirklich die Füße in die Hand nehmen müssen und abhauen. Also nicht ganz DSGVO-konform. Die gab es aber damals nicht. Na. Ja, super. Vielen Dank nochmal, dass du das nochmal gezeigt hast. Gerne. Ich danke. Jo, super. Stefan, vielen Dank. Nächstes Mal haben wir auch wieder ein super schönes Thema, wo der Stefan natürlich viel mehr brillieren wird. Naja, das weißt du noch nicht. Die Reisefotografie, das weiß ich. Das zufälligerweise, das weiß ich, lieber Stefan. Denn wir zwei haben uns ja mal
auf Reisen kennengelernt, waren schon ganz viel miteinander unterwegs. Und, ja, und übrigens, wenn jetzt auch alles hinhaut, in der Woche nach dem nächsten Fotozeit, wo es um Reisefotografie gehen wird, gehen der Stefan und ich endlich wieder auch auf Reise in das magische Deutschland, wieder, ja, auf Tour. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass das klappt, ne? Ja, wir ziehen das durch. Ja. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ja, genau. Jawohl. So. Und ja, also das nächste Mal haben wir auch einen Special Guest uns eingeladen, die auch schon zugesagt hat. Nur wir, und wegen der wir den heutigen, heute wär, hätten wir eigentlich für heute die Reisefotografie vorgehabt und das haben wir wegen unserem Special Guest verschoben. Mal gucken, ob es hinhaut. Ricarda Kerl. Und Radmila Kerl ist unser Special Guest, eine eigentlich auch Hochzeitsfotografin, die aber ganz tolle Reisen macht, mhm, und bei der man sich auch einbuchen kann und die uns sicherlich ein paar schöne Bilder zeigen wird, dann von Island, aber auch von den Mondbergen, Gorillas und Ähnliches. Viel über das Thema Reisefotografie, Equipment dazu und so weiter erzählen kann. Und das findet statt, seht ihr schon, am 8. Juni die nächste Fotozeit. Ganz genau. Jo. Freuen wir uns schon drauf. Da freuen wir uns drauf. Stefan, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Dankeschön, dir auch. Und euch natürlich auch allen. Fotografieren gehen. Vielleicht sogar jetzt um diese Uhrzeit. Ja. Und wenn, ja, ihr uns Bilder schicken wollt, übrigens für die nächste Fotozeit, eure Reisebilder, über die wir würden tatsächlich gerne mal ein Bild von euch zeigen, einfach schicken an fotozeit@bildwerk.tv, Bildwerk mit CK, bildwerk.tv, mhm, und einfach mal zeigen. Wir zerreißen es nicht, wir zerfleddern es nicht. Nein, das haben wir nicht vor. Wir freuen uns aber auf jeden Beitrag oder über jeden Beitrag, der uns erreicht. Jo, perfekt. Okay, Christoph. Also. Ich würde sagen, hab einen schönen Vatertag, der kommt auch bald. Jawohl, genau, und Kamera schenken lassen. Kamera schenken lassen. Und dann sehen wir uns wieder in 4 Wochen ungefähr, ne? Genau, perfekt. Also. Ja. Schönen Abend, Stefan, und euch auch allen einen wunderschönen Abend. Das wünsche ich euch auch. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.